Hallo meine Lieben. Ja, ich habe mir mal wieder mein Bullet Journal geschnappt. Und ja, ihr habt es an den Videos gesehen, dass ich nicht ganz so fleißig in meinem Bullet Journal gearbeitet habe. Ich habe aber immer mal wieder doch was eingetragen. Und zwar dann meistens im Nachhinein doch nochmal einige Termine doch nachgetragen und auch ein paar Bilder gemacht. Und was da so neu ist, werde ich euch mal zeigen. Und ja, dann kommt noch ein bisschen mehr. So, hier habe ich zum Beispiel eine Sache eingetragen oder eingeklebt. Und zwar ein Bild von meinem Hundi Buick. Ja, an dem Tag ist er geboren und natürlich auch unsere Lucy, die wir dann halt später erst bekommen haben. Deswegen habe ich das dann später nachgetragen. Und deswegen ist hier auch nur ein Bild von Buick und nicht von Lucy. Ja, und dann bin ich ihn das erste Mal besuchen gefahren, habe ihn mir das erste Mal angeguckt. Und ja, dann ging es zum Jakobsweg, ja, der ja sehr, sehr schnell geendet hat, weil meine Freundin Ellen dann sich das Knie verletzt hat und unsere Männer dann gekommen sind. Und ja, wir sind direkt nach Santiago gefahren. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die aber geschlossen ist, wo ich damals ein paar Leute aber eingeladen hatte von euch, die da mit dabei sein wollten. Und genau, ihr habt das so ein bisschen mitbekommen, habt die Videos davon gesehen, dass wir da sehr, sehr schnell wieder zurückgefahren sind und sind halt quasi 2 Tage, nachdem wir angekommen sind, direkt zum Flughafen, also nicht zum Flughafen, sondern nach Santiago de Compostela gefahren mit dem Zug und sind dann dort mit unseren Männern noch eine ganze Weile in Spanien geblieben. Ja, und hier auf der linken Seite seht ihr schon was, das gar nicht so richtig für euch gedacht ist. Aber ja, da die ganze Corona-Situation im Moment so ist, wie sie ist, ist das sowieso alles nicht so spruchreif. Deswegen gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Ja, und hier hat dann der kleine Buick Abschied aus seinem bisherigen Zuhause genommen. Und das ist sind halt die Züchter. Ganz, ganz, ganz liebe Leute. Und ja, wie ihr seht, die hängen auch wirklich an den Hunden. Und ja, die machen das mit ganzem Herzen. Genau, und dann kam er zu uns. Und irgendwo hier gibt es dann auch noch genau von der Lucy auch noch ein Bildchen, wo Lucy nämlich bei uns eingezogen ist. Genau, da habe ich dann auch noch mal ein bisschen was nachgetragen. Ja, und auch hier seht ihr gar nicht so wenig, immer mal wieder was eingetragen. Hier war die Trauerfeier für meine Oma, die ist gestorben. Ja, dieses Jahr sind 2 Personen gestorben, die wichtig waren. Einmal meine Oma und mein Cousin, der noch jünger war als ich. Genau. Und das sind natürlich Termine, die dann auch hier drin stehen. Ja, hier hatte ich mir einen schönen Bibelspruch reingeschrieben. Und ja, so hatte ich meinen November gemacht. Und die Seite gefällt mir richtig, richtig gut. Und wie ihr seht, ist hier so gut wie nichts drin. Also hier habe ich nicht wirklich was eingetragen. Das war mein Dezember. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich halt diesen Kalender, so wie er hier ist, mit diesen Wochentagen nicht wirklich nutze. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, für das nächste Jahr zwar wieder schon eine Art Kalender zu machen, aber eben immer nur mit einem Monatsüberblick. Wo ich mir dann halt, wenn was Cooles passiert ist, schreibe ich mir das hier rein und male mir das so zurecht, wie ich das gerne haben möchte, ohne mich jetzt hier an solche Tage zu halten. Also ich kann mir vorstellen, dass ich wieder sowas in der Art hier machen werde. Und ihr seht auch, die Prioritäten haben sich hier auch ein bisschen verändert. Also was, ja, im November war es auch schon, im Oktober war diese Seite noch ein bisschen anders gestaltet. Im November ging das dann los, dass mir dann zum Beispiel Herzenswünsche ich gerne noch mit aufnehmen wollte. Was wichtig war, waren Gebete.
Und im Dezember habe ich dafür auch mehr Platz gelassen. Ich habe hier nichts dazu eingetragen, aber einfach aus dem Grund, weil ich noch ein anderes Buch habe, ein kleines Notizheftchen, was ich von meiner Freundin bekommen habe. Und da habe ich ganz viele Sachen eingetragen. Genau, wie gesagt, alles, was so ganz normale Alltagsgeschichten sind, die werde ich hier aufnehmen. Ich werde mir wahrscheinlich so in dieser Art hier wieder eine Seite machen. Werde auf der anderen Seite dann eine Seite machen, wo ich mir dann einmal den Kalender in Kleinformat reinmache und dann vielleicht für den Monat wichtige Geburtstage oder so dann halt auf dieser Seite mit aufnehmen werde. Aber nicht mehr wie hier, wo ich wirklich jeden Tag dann halt mir da irgendwas eintragen kann, weil ich das sowieso nicht mache. Genau, und wenn dann irgendwelche Sachen sind, wo ich sage, ach Mensch, das war in dem Monat jetzt cool, das soll hier unbedingt rein, weil ich mich daran erinnern möchte, dann werde ich das einfach so gestalten, wie ich das möchte. Ich glaube, damit werde ich viel besser klarkommen, weil ich einfach für meine ganzen anderen Termine immer mein normales Handykalender, also meinen Handykalender benutze. Der erinnert mich nämlich, wenn Termine sind, weil wenn die einfach nur hier drin stehen, dann sind sie Schall und Rauch und ich werde sie wieder vergessen. Ja, es tut mir leid, dass ich das da immer noch nicht in den Griff gekriegt habe, aber irgendwie sehe ich es auch nicht ein, dafür eine neue Kamera zu kaufen, weil eigentlich ist diese Kamera ja sehr gut. So, ja, und ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Ich schiebe das hier mal ein klein bisschen zur Seite. Und zwar, wir haben Anfang 2021 und ich finde, es ist die perfekte Zeit, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie meine Gewohnheiten so ausgerichtet sind und ja, mein Herz mal ein bisschen zu prüfen, was ist mir wichtig und was nicht. Und ja, wir starten jetzt mit einer Lockdown-Situation, das heißt, wir haben alle viel Zeit und können uns gut auf uns konzentrieren und auf die Dinge, die uns eben wichtig sind. Und ja, mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich mehr Zeit mit Gott verbringe. Und deswegen habe ich mir ein Extra-Journal gebastelt. Und zwar habe ich mir hier eine Plotter-Datei gemacht mit Strasssteinchen. Beim Übertragen ist mir hier leider was verrutscht, aber fällt eigentlich nicht so wirklich auf. Da oben auch so ein bisschen, ist aber nicht so schlimm. Man erkennt immer noch die Grundform. Und zwar habe ich das Kreuz für Glaube, das Herz für die Liebe und den Anker als Symbol für Hoffnung. Und ja, das soll mein Gebetsjournal werden, beziehungsweise mein Glaubensjournal. Weil hier alle Sachen rein sollen, die mit meinem Glauben zu tun haben. Das heißt, ja, Gott spricht ja zu uns allen auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn ich zum Beispiel einen Traum von Gott bekomme, dann wird der hier reinkommen. Oder wenn ich irgendwen treffe und der sagt, hey, Gott hat mir was für dich gegeben und das möchte ich dir unbedingt weitergeben. Ich glaube, das könnte für dich wichtig sein. Möchte ich das hier festhalten? Weil oft ist es so, dass wir Sachen träumen oder Gott uns persönlich irgendwie etwas mitteilt. Also Gott spricht ja immer unterschiedlich zu jedem. Ja, genau. Und er teilt uns halt irgendwas mit und wir haben auch ein bestimmtes Verständnis für diese Sachen. Also ich sehe das immer so. Natürlich, Gott zeigt uns Dinge und natürlich können wir auch verstehen, was er uns zeigt. Aber wir mischen halt immer unsere eigenen Gedanken, Gefühle und unsere momentane Situation, da wo wir gerade stehen, das kommt, spielt natürlich alles mit rein, wie wir das, was Gott uns zeigt, verstehen. Und deswegen möchte ich das hier festhalten, was ich unter dem, was ich von Gott persönlich oder von jemand anderem halt bekommen habe, hier aufnehmen. Und dann kann ich irgendwann reflektieren, ach guck mal, da war das und das und das habe ich vielleicht einfach falsch verstanden, weil Gott hat das nämlich so und so gemeint. Wenn man dann eine gewisse Zeit später einfach ja, merkt, dass... Also wenn dann Sachen passiert sind, dann weiß man manchmal erst, ach Mensch, Gott hat damals das und das gemeint. Und wie habe ich das eigentlich verstanden? Wie war das eigentlich? Und dann kann ich hier nämlich nachschlagen und kann mir angucken, was Gott da vielleicht gemacht hat. Und ich werde hier auch Gebete reinschreiben
Und ja, somit habe ich dann auch nochmal diese Reflexion, dass ich dann halt nachschlagen kann. Und dann kann ich halt auch immer noch Platz lassen unter dem, also wenn ich zum Beispiel hier mein Gebet reinschreibe, und dann kann ich hier Platz lassen für die Gebetserhörung. Und wenn ich dann zum Beispiel der Meinung bin, jetzt hat Gott genau dieses Gebet erhört oder darauf geantwortet, oder jetzt war es halt dran, dass das wirklich in Erfüllung kommen kann, weil manchmal beten wir Dinge und wundern uns, warum Gott die Sachen nicht erfüllt. Und das ist einfach deswegen, weil es für uns gerade nicht dran ist. Und Gott kennt uns halt viel besser, und er kennt die Zukunft und er kennt die Vergangenheit und er weiß halt eben einfach alles. Und deswegen kann er eben viel besser manchmal wissen, was gut für uns ist, als wir selbst. Also wir denken manchmal, oh, das wäre jetzt richtig gut für mich, und dabei wäre es gar nicht gut für uns. Weil wir vielleicht manche Dinge einfach noch lernen sollen oder ja, wie auch immer. Genau, und ja, das alles soll hier rein. Also das wird dann mein persönliches Glaubensjournal. Ich glaube nicht, dass ich das vollkriege, wobei, ja, warum nicht? Es sind halt ziemlich viele Seiten, aber wir werden sehen. So, und hier hinten habe ich mir noch einen Umschlag gebastelt. Und zwar habe ich mir das deswegen gemacht, damit ich hier auch vielleicht, wenn man, manchmal kriegt man so kleine Kärtchen von Geschwistern zugesteckt, wo dann so Ermutigungssprüche oder so drauf sind. Und die möchte ich dann hier eben reintun. Genau. Und ich habe auch direkt für euch heute einen Spruch. Und zwar lautet der: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Und das steht in Jeremia 29, Vers 13. Genau. Und ich glaube, ich werde mir auf der Seite oder auf der, weiß ich noch, ich glaube, ich werde hier ein komplettes Bild machen, weil die Seite ist nicht gut zum Anfangen, weil hier erstmal auch die Punkte gar nicht drauf sind. Und zum Zweiten, ja, finde ich es auch nicht so schön, hier auf dieser Seite direkt anzufangen. Deswegen werde ich dann mit dem tatsächlichen Journal hier anfangen und werde mir diese komplette Seite nehmen und werde mir da einen Spruch reinmachen. Und ich weiß noch nicht genau, entweder werde ich einen Spruch machen, irgendwas mit am Anfang. Vielleicht am Anfang war das Wort oder so, dass ich auch direkt mit dem Anfang der Bibel anfange. Ich weiß es noch nicht. Oder, ich finde aber auch diesen Spruch, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, sehr schön, weil das passt halt sehr gut zu einem Gebetsjournal oder zu einem Glaubensjournal, weil es geht ja hier drin nicht nur um meine Gebete, sondern es geht eben um mein ganzes Glaubensleben, was hier so rein soll. Und deswegen, werde ich dann das ein Glaubensjournal nennen. Genau, und vielleicht noch ein bisschen interessant für den einen oder anderen. Ich habe das bei DM gekauft. Und zwar ist das hier dieses Chair. Und ich lese es mal vor, weil in der Kamera geht es ja immer scharf, unscharf. Hallo Held, vielen Dank, dass du unser Journal gekauft hast. Wir bei Chair glauben, dass Teilen glücklich macht. Deshalb spendest du mit jedem von dir gekauften Journal eine Unterrichtsstunde für ein Schulkind. Ja, finde ich ziemlich cool, und deswegen habe ich mich für dieses Journal entschieden. Ich fand, das passt auch sehr, sehr gut. Wenn man schon ein christliches Journal macht, dann kann man auch gleich was Gutes tun. Genau, ja, ihr Lieben, das war's. Ich weiß nicht genau, ob ich euch hier dran teilhaben lassen werde, weil das doch sehr, sehr persönlich ist. Und naja, vielleicht zeige ich euch mal das ein oder andere. Ich glaube aber eher nicht. Aber hier werde ich euch bestimmt ab und an mal mitnehmen. Für die Sachen, die halt ganz normal jetzt in meinem Leben passieren. Was ich euch hier wahrscheinlich schon zeigen werde, wenn ich dann zum Beispiel wieder irgendeinen schönen Bibelspruch habe, den ich gerne da reinmachen möchte, irgendwie schick, so ein bisschen mit Handlettering auch verbunden, dann werde ich euch diese Seite bestimmt zeigen, wo ich dann eben das schon fertig gemacht habe oder vielleicht auch mit euch zusammen machen. Mal sehen, schaue ich mal. Genau,
Wisst ihr, da zeige ich euch gleich mal in dem Zusammenhang. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich mir dieses Teil hier gekauft habe. Und jetzt habe ich mir noch die beiden kleineren dazu geholt. Und dann seht ihr vielleicht auch mal so ein bisschen den Größenunterschied. Also hier seht ihr, das Teil hat zwar die gleiche Größe, aber ihr seht, dass die Buchstaben doch schon sehr viel enger zusammen sind als auf diesem hier. Genau. Mir hilft das sehr, sehr gut. Jemand hatte unter das Video einen Kommentar geschrieben, dass es sehr kompliziert ist. Finde ich überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel gestern diese Karte hier, solche Karten hier gebastelt. Und damit habe ich Folgendes gemacht. So, und zwar solche Karten hier. Da wollte ich jetzt mal eine, die nur die gleiche Farbe hat. Da wollte ich es mal ganz bunt und da habe ich die einfach nur so gemacht. Ja, funktionieren tut es ganz einfach. Ihr nehmt euch irgendein Washi-Tape, klebt das über das weiße Papier, geht da mit euren Farben drauf, mit was auch welche Farbe auch immer ihr benutzen wollt. Ich habe hier diesen Block benutzt. Das ist Aquarellpapier. Und habe dann meine Distress Inks Farben genommen und dann eben diese, diese Pads hier und habe dann darauf rumgewischt. Genau. So. Und dann habe ich mir meine Lineale genommen, habe mir den Text, den ich schreiben wollte, auf einem Schmierzettel vorgeschrieben, so wie ich es beim Video, als ich das Teil hier erklärt habe, auch gemacht habe, habe gezählt, wie viele Buchstaben inklusive Leerzeichen ich habe und dann habe ich es eben hier drauf übertragen mit diesen Teilen. Und das ganz einfach, indem ich dann, da braucht man jetzt nicht groß die Mitte von der Seite finden und hier noch die Mitte finden, sondern ihr findet einfach nur die Mitte hier, wo ihr sie eben haben wollt und macht an den jeweiligen Buchstaben, wo sie hin sollen, macht ihr dann eben die entsprechenden Striche. Also ich verlinke euch nochmal das Video, wo ich das Teil erklärt habe, weil das möchte ich jetzt nicht komplett nochmal von vorne erklären, aber damit funktioniert es wirklich super. Und da habe ich halt diesen hier einmal gemacht, Jesus liebt dich und dann Licht und Liebe. Und hier Liebe meines Lebens, Jesus. Genau. Und hier werde ich wahrscheinlich das Gleiche machen oder was Ähnliches. Nur halt komplett in rosa. Ich habe es jetzt nochmal mit reingenommen hier, weil ich finde, es passt eben gut zu diesem Glaubensjournal. Weil das auch so Karten sind, die man dann mal weitergeben kann. Wobei ich den vielleicht behalte und das weitergehe. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht behalte ich auch einfach alle. Man muss ja auch nicht immer alles verschenken. Manchmal darf man auch was für sich behalten. So, damit wir jetzt hier ein schönes Abschlussbild haben, mache ich das einmal so. Und das war's. Das wollte ich euch nur mal so ein bisschen mitteilen. Und falls ihr irgendwelche coolen Ideen für mich habt, für dieses Journal oder auch dieses Journal, dann einfach bitte unten in die Kommentare und ich gucke mal, was ich davon vielleicht umsetze. Vielleicht ist irgendwas Cooles für mich dabei oder vielleicht probiere ich auch was aus auf dem Schmierzettel. Und wenn es dann cool ist, übernehme ich es dann in mein Journal. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.